Die Wittlicher Kulturtage lassen von sich hören. Klänge heißt der Oberbegriff für den Neustart vom 14. bis 24. Mai. Der Musikkreis, die Orgelfreunde, der Jazzclub, der Stadtmarketingverein und die Stadtbücherei laden dann zu 7 Veranstaltungen in der Synagoge, der St. Markuskirche und im Kolpingsaal. Die Reihe wird präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Unter dem gemeinsamen Thema Klänge wollen die Organisatoren auf die attraktiven, qualitätsvollen Angebote aufmerksam machen. Zudem sieht das Konzept vor, dem Publikum nicht alltägliche Hörgenüsse zu bieten. Zum Start gibt es ein Eröffnungskonzert mit Musikern aus Wittlich, die tönende Performance in der Synagoge am 14. Mai. Klassik- und Jazzmusiker bieten dann nicht nur ein gemeinsames Doppelkonzert am 15. und am 17. Mai, sondern improvisieren gemeinsam in einer Musikwerkstatt als Work in Progress. Del Beck spielt an einem präparierten Klavier. Er spielt an elektronischen Geräten und an der Harfe. Christoph Discobank spielt am Bass und an der Gitarre. Und alle drei zusammen werden also die Klassiker unterstützen, indem sie ihre eigenen Sachen improvisieren und mit den Klassikern versuchen, zusammen zu spielen. Am 19. Mai können auch Worte klingen. Und am 23. Mai bringt das L'Orchestre Europa Weltmusik nach Wittlich. Zum Abschlusskonzert gestalten Olaf Choppe und Sigmund Sassmarie das Werk Bilder einer Ausstellung am 24. Mai in der Pfarrkirche St. Markus. Der Kartenvorverkauf startet nächste Woche.